Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung ist heute Forderungen Frankreichs nach einer Aufwertung der D-Mark entschieden entgegengetreten. Die Franzosen drängen darauf, um so die gegenwärtigen Spannungen innerhalb des europäischen Währungssystems EWS zu beseitigen. Grund dafür ist die Schwäche des Franc, in dessen Sog zunehmend auch andere EWS-Währungen geraten. Dem EWS gehören neben der Bundesrepublik und Frankreich noch Italien, Dänemark, Irland und die Benelux-Staaten an. Die französische Währung wurde heute an den Devisenmärkten mit 30 Mark 03 je 100 Franc gehandelt. Das ist der niedrigste innerhalb des EWS zugelassene Kurs, den die Notenbanken durch Stützungskäufe halten müssen. Sowohl Finanzminister Stoltenberg als auch Wirtschaftsminister Bangemann betonten heute nach einer Kabinettssitzung in Bonn, für eine Aufwertung der Mark gebe es keinen Anlass. Sie werde innerhalb des EWS angemessen bewertet. Die Glocke, die gestern Abend den Sturz des französischen Franc aufhielt, läutete heute früh an der Pariser Devisenbörse einen weiteren Schwächeanfall der französischen Währung ein. Sie gab gegenüber den übrigen Devisen im europäischen Währungssystem nach, gewann nur etwas an Boden gegenüber dem Dollar. Die Franc-Schwäche kommt nicht überraschend, sondern hatte sich schon vor Weihnachten abgezeichnet. Die Schuld sucht die französische Regierung hauptsächlich bei den Deutschen. Gestern äußerte sich Frankreichs Premierminister Chirac verstimmt über die deutschen Währungshüter und forderte eine baldige Aufwertung der Mark. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Balladur, hier auf dem Weg zum Premierminister, erklärte heute früh, die Regierung in Paris werde den Franc an den Devisenmärkten nicht mehr stützen, um die Bundesrepublik zum Eingreifen zu veranlassen und die Aufwertung der Mark zu erreichen. Gestern Nachmittag schon hatte die Banque de France, Frankreichs Zentralbank, die Stützungskäufe eingestellt, um Spekulanten zu entmutigen. Da der Franc heute im europäischen Währungssystem auf seinen niedrigsten zulässigen Punkt sank, griff Frankreichs Notenbank angeblich doch erneut zugunsten des Franc ein, da dies die europäischen Währungsbestimmungen verlangen. Der Grund für die Schwäche des Franc gegenüber der Mark liegt erstens in dem immer noch erheblichen Unterschied zwischen den Inflationsraten beider Länder und zweitens in der Dollarschwäche, die Geld in die Bundesrepublik fließen lässt. Der französische Premierminister sieht die Währungsauseinandersetzung deshalb so: Es gibt keine Krise des Franc, es gibt nur eine Krise der Mark. Im Arbeitskampf der französischen Eisenbahner zeichnet sich drei Wochen nach seinem Beginn noch keine Einigung ab. In Paris wurde heute wieder demonstriert. Da der öffentliche Nahverkehr nur zur Hälfte funktionierte, mussten viele Arbeitnehmer zu Fuß zur Arbeit. Der konservative Premierminister Chirac bekräftigte, seinen Kurs der Unnachgiebigkeit werde er beibehalten. Nach dem Scheitern der Lohnverhandlungen bei den staatlichen Strom- und Gaswerken laufen dort jetzt Urabstimmungen über einen Streik. Das Kernkraftwerk in Pierrelatte wurde heute von Arbeitern belagert. Im ganzen Land fiel zeitweise der Strom aus.